Ein herzliches Grüß Gott an alle Dorfner, Bürgerinnen und Bürger. Ich möchte Ihnen heute die Aibacher Wählergemeinschaft oder kurz EWG vorstellen. Die Aibacher Wählergemeinschaft ist, wie der Name schon sagt, keine Partei im herkömmlichen Sinne, sondern eine Gemeinschaft politikinteressierter Bürgerinnen und Bürger aus dem nördlichen Umland von Dörfern wie Aibach, Kinraching, Hampersdorf und anderen umliegenden Ortschaften. Die Aibacher Wählergemeinschaft hatte sich zur Aufgabe gemacht, ausschließlich auf kommunalpolitischer Ebene aufzutreten, sodass hier ohne Einflussnahme von Kreis- oder Bezirksebene Politik von Bürgern der Gemeinde für Bürger der Gemeinde Dörfern gemacht werden kann. Gegründet wurde die Aibacher Wählergemeinschaft im Jahre 2001 im Vorfeld der damaligen Kommunalwahl. Ziel war es, die örtlichen Interessen der außerstädtischen Bevölkerung, insbesondere natürlich auf dem Gebiet Aibach und Umgebung, in der städtischen Kommunalpolitik zu wahren. Dass diese Gründung der EWG bereits damals schon richtig und sinnvoll war, zeigte das Wahlergebnis, als bereits auf den ersten Anlauf zwei Vertreter der Aibacher Wählergemeinschaft, Herr Johann Haberstädter und Herr Wolfgang Lanzinger, den Sprung in den Stadtrat schafften. Dieses Ergebnis wurde bei der Kommunalwahl 2008 nochmals untermauert, denn die beiden Stadträte wurden nicht nur mit großer Wählergunst wiedergewählt, sondern sie bekleiden auch wichtige Ämter für die Stadt Dörfern in den verschiedenen Ausschüssen wie Bau, Finanzen oder Heimausschuss. Neben der Mitgliedschaft in den Ausschüssen hat sich Herr Wolfgang Lanzinger als Kulturreferent der Stadt Dörfern bereits weit über die Gemeindegrenzen hinaus mit der Organisation von Gastspielen überregionaler Künstler, Konzerten und sonstigen kulturellen Veranstaltungen einen Namen gemacht. Vielen sollte hier auch das Heimatbuch zum Festjahr 50 Jahre Stadt Dörfern oder auch das Heimatbuch zur 1200-Jahr-Feier Aibach bekannt sein. Hier war Herr Lanzinger mit unermüdlichem Einsatz am Werk. Natürlich darf die Aibacher Wählergemeinschaft besonders über das Amt des zweiten Bürgermeisters, welches von Herrn Haberstädter bekleidet wird, stolz sein. Herr Haberstädter führt dieses Amt seit 2008 souverän und mit aller Sorgfalt zugunsten aller Bürgerinnen und Bürger von Dörfern aus. Die Nachhaltigkeit und Erfahrungen unserer beiden Stadträte waren auch ursächlich für die vielfältigen Leistungen, die die Aibacher Wählergemeinschaft durch nachdrücklichen Einsatz erzielen konnte. So konnte zum Beispiel der Erhalt der Grundschule Aibach Gründ-Hegernbach für die nächsten Jahre gesichert werden. Weiterhin wurden der lang geforderte Radweg zwischen Aibach und Algersing realisiert, sowie auch mehrere Straßensanierungen, zum Beispiel Gemeindeverbindungsstraßen zwischen Dörfern und Aibach, zwischen Kalling und Norlaching oder zwischen Aibach und der B15 durchgeführt. Ein besonders gewünschtes Ziel, nämlich die Realisierung eines Baugebietes in Aibach, steht nunmehr unmittelbar bevor und wird die infrastrukturellen Einrichtungen wie Kindergarten oder Schule für die nächsten Jahre weiter sichern. Aber nicht nur im Gebiet Aibach und Umgebung konnten wir große Ziele erreichen. Auch in innerstädtischen Angelegenheiten waren die Stimmen unserer Stadträte oftmals mitentscheidend, sei es beim Bau der Grundschule am Müllanger oder bei der Erstellung des Konzepts zur Sanierung und dem Betrieb des Kulturhauses Jakob Meyer, bei dem sich besonders unser Kulturreferent Wolfgang Lanzinger ins Zeug legt. Auch die Entwicklung des Gewerbegebiets am Brühl kam durch Einflussnahme der Aibacher Wählergemeinschaft zustande. Für die kommenden Jahre in der Kommunalpolitik will die Aibacher Wählergemeinschaft trotz der bisher erreichten Ziele nicht ruhen, sondern weiter vorausschauend und mit Nachdruck im Stadtrat mitwirken. So haben wir uns verschiedene Ziele für die Zukunft gesetzt. Wir brauchen eine gute Lebensqualität. Hierzu gehören unserer Meinung nach bezahlbare Grundstücke für Einheimische, sowohl in der Stadt, aber als auch auf dem Land. Attraktive Freizeiteinrichtungen für alle Altersgruppen. Des Weiteren müssen wir den Verkehrsinfarkt in Dörfern zuvorkommen. Hierzu brauchen wir ein funktionierendes öffentliches Verkehrssystem. Nicht zuletzt sei hier der zweigleisige Bahnausbau zu nennen.
Eine zukunftsfähige Lösung für eine mögliche Ortsumfahrung von Dörfern ist auch sehr wichtig, auch wenn hier eine Finanzierung derzeit schwierig ist. Des Weiteren muss die Wirtschaft und das soziale Netz in Dörfern nachhaltig gefördert werden. Unsere Devise für Dörfern lautet: Agieren statt reagieren. Besuchen Sie uns doch auf unserer Homepage unter www.ewg-homepage.de. In diesem Sinne verbleiben wir getreu unserem Motto: Mit Herz und Verstand für Dörfern und Land, kompetent, innovativ und bürgernah. Ihre Aibacher Wählergemeinschaft.